Woche bei Mythenjäger. Ein neuer Spielplatz ist in der Nähe des Alamosees eröffnet worden und es sieht aus wie eine kleine Spielzeugwelt. In dieser Welt soll es allerdings eine merkwürdige Figur geben namens Cartoon Duck, eine der neueren Cartoon-Figuren. Gerüchten zufolge darf diese Figur den Park nie verlassen, sonst passieren schlimme Dinge. Wir bleiben dran. Bei Mythenjäger. Ihr habt es gerade in Mythenjäger gesehen und zwar gibt es wahrscheinlich wieder eine neue Cartoon-Figur und zwar, Leute, in einem neuen Freizeitpark. Und zwar dieser Freizeitpark hat direkt im Alamosee eröffnet und da bin ich mal wirklich gespannt. Wir machen uns sofort auf den Weg dahin und vielleicht treffen wir diese neuartige Cartoon-Figur. Mal sehen, Leute. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr wieder mehr von Cartoon-Figuren in GTA 5 haben wollt. Egal, ob es Cartoon Cat, Cartoon Duck, Cartoon wie auch immer ist. Also Cartoon Duck werden wir wahrscheinlich heute suchen in diesem Video. Aber ja, Leute, wenn ihr es auf jeden Fall haben wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da jetzt da. Und dann teleportieren wir uns dahin direkt. Let's go. Okay, ich bin jetzt hier angekommen. Also wir sind momentan am Flughafen. Und schauen mal nach, ob wir vielleicht eine merkwürdige Änderung in diesem Alamosee sehen können. Aber ich sehe eine Sache schon mal. Da hinten ist irgendetwas weird. Ich muss mal gucken mit dem Handy. Ist es vielleicht da hinten? Seht ihr diese kleinen Mini-Häuser? Oder diese, ich weiß nicht, was das sind, diese Spitzen? Das scheint wirklich ein ganz großer Bereich zu sein. Da gehen wir mal hin. Ey, Bro, ich bin da richtig gespannt. Was wird uns da hinten erwarten? Okay, so. Auf geht's auf die Straße. Und dann gucken wir mal nach, wo ist denn... Oh mein Gott, ich sehe es da hinten, Leute. Da ist der Freizeitpark. Jau, der ist ja riesig, Alter. Was gibt's denn da alles zu entdecken? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es so mit Achterbahn und Riesenrad ist. Aber ja, wo ist der Eingang dazu? Was ist das für ein komisches grünes Zeug? Leute, soll ich mich da hintrauen? Was ist das hier? Warum scheint das so groß? Also, ist die Straße gesperrt für den Freizeitpark? What? Schaut euch das mal an. Hier gibt es kein Durchkommen. Aber es ist eindeutig eine neue Fläche, die hier generiert wurde. Wie soll ich denn hier drauf? Können wir da hochfahren? Ich komme da mit dem Motorrad nicht drauf. Na los. Okay, alles klar. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind hier. Was ist das denn hier? What? Das sind so riesige Holzfiguren, Holzsachen. Das ist ja komisch. Okay, dann gehen wir mal da drauf. Oder ich gucke mir das Ganze mal zu Fuß an. Alter, das ist größer, als ich dachte. Ich dachte, das ist so ein kleiner Minispielzeug. Weiß nicht, irgendwie Mickey Mouse Clubhaus oder so etwas. Alter, was ist das hier? What? Okay, ist das hier so eine Holzbahn oder so? Oh, ich glaube, ich erinnere mich, Leute. Ich habe das zwar als Kind nie gehabt, aber das sind so kleine, das ist eine Riesenholz, Holzzug-Achterbahn. Also Holzzug, Chuchuzug. Wie soll man das nennen? Spielzeugzugbahn. Aus Holz. Oh, voll schön. Okay, und wo ist jetzt diese Cartoon-Figur, die ich suchen wollte. Cartoon Duck, wo bist du? Hallo? Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen hier in diesem Bereich nach ihm suchen. Aber können wir mal darüber reden, wie cool das bitte aussieht? Also ich als Kind, ich weiß nicht, hätte ich eher Angst vor diesen Holzblöcken? Wenn die mal runterfallen würden, das wäre ja richtig creepy. Okay, das ist hier ein riesiges Labyrinth. Was erwartet mich denn hier noch? Also ich muss eins sagen, dieser Ort ist deutlich, deutlich größer, als ich dachte. Warte, da oben ist jemand. Wer ist das? Ey, seht ihr, Mister, da hinten? Sind sie nur eine Statue oder was sind sie genau? Hallo? Können Sie mal vielleicht runterkommen? Hallo? Ey, du, kommst du auch mal runter? Oh nein, oh nein! Oh. Alter, geht's dir gut? Geht's dir gut? Geht's dir gut? Warte, das ist gar nicht Cartoon Duck. Das ist Donald Duck. Donald? Mein Name ist Franklin Clinton und ich meine, deinen Namen kenne ich, aber wie geht's dir? Wie heißt du? Okay, also ich muss eins sagen, ich verstehe deine Stimme sehr, sehr schlecht, aber ich glaube, du meintest, dass wir Spaß haben sollen, ne? Leute, Donald Duck redet immer so unverständlich. Okay, ja, dann alles klar, dann komm, haben wir ein bisschen Spaß hier. Okay, warte, wo geht der hin? Donald, alles klar, du bleibst jetzt hier einfach stehen? Okay. Yo, sind das Spielzeugautos? Wow, Alter, das ist ja übelst cool. Okay, Donald Duck läuft gegen die Wand. Na gut, soll er mal ruhig machen. Okay, dann fahren wir mal damit rum. Oh mein Gott, das macht ja übelst Bock. Okay, Vorsicht, Leute. Meint ihr, ich schaff's irgendwie auf diese Zugschienen drauf? Glaub, das wird ein bisschen schwierig. Yo, ist das da eine große Burg mit einer Rampe? Oh mein Gott, das muss ich kurz abchecken. Okay, komm. Let's go. Da fahren wir mal kurz drauf. Hui. Alter, das fühlt sich richtig cool an. Oh mein Gott. Oh, yo, ist ja wie eine Achterbahn hier einfach. Oh, no, yo, yo, yo. Vorsicht, dass ich bloß nicht wegfliege. Oh mein Gott, das bockt richtig. Ist wie so eine Mario Kart-Strecke gerade. Und dann fahren wir hier runter und Bestzeit. Oh, oh mein Gott. Nein, nein.
Oh, okay. Ich glaube, Leute, genug fahren für heute. War nicht schlecht, war? War cool. Okay, Donald Duck, wo bist du hin? Wo bist du? Hallo? Ich bin immer noch auf der Suche nach diesem komischen Cartoon Duck. Ey, Donald, was starrst du die Wand so an? Was ist mit dir los? Hallo? Findest du es hier langweilig? Also ich persönlich muss sagen, nach 2 Minuten habe ich ja alles gesehen. Lass mal nach Los Santos gehen. Vielleicht finden wir diesen Cartoon Duck zusammen. Oder wir haben ein bisschen Spaß. Ja, okay, ist sehr cool, Donald. Ist cool, dass du tanzen kannst, aber ich muss sagen, es ist hier doch ein bisschen langweilig an diesem Ort. Also hier gibt es ja nicht viele Attraktionen. Wir gehen in die Stadt, ich zeig dir, was richtige Action ist. Ja, Donald, du wirst dich sicher zum Positiven verändern. Glaub mir, du bist immer so aggro, ne? Glaub mir, Los Santos wird dich glücklich machen. Komm mit. Na los, Donald, komm, wir gehen. Auf geht's zu meinem Motorrad und dann fahren wir von dort aus Richtung Los Santos. Meint ihr, wir können aus diesem Ort hier vielleicht irgendwie einen echt coolen, attraktiven Freizeitpark machen? Also die Fläche haben wir auf jeden Fall. Oder so eine 1-gegen-1-Map wäre auch nicht schlecht hier für den Ort. Hä? Wo ist da mein Motorrad hin? Motorrad? Hey, wo ist das Teil? Oh, warte, ich hab's da hingepackt. Na, okay. Donald, komm, wir holen uns ein neues Fahrzeug. Oh, siehst du? Guck mal. Ist doch schön, auch mal von diesem Disney-Wunderland hier einmal rauszugehen in die echte, harte Welt. So, und hier, wir steigen mal in dieses Auto ein, das ich mir gerade bestellt habe. So, komm, Donald, einsteigen. Oh, der ist eigentlich ganz cute, Leute. Donald Duck ist eigentlich... Ich muss sagen, eigentlich war das mein Lieblingscharakter immer aus dem Disney-Universum. Aber was ist los mit dir, Donald? Du bist so still und so ruhig. Was ist los? Wie meinst du farblos? Okay, ich meine, das Wetter ist jetzt nicht so schlimm, aber hier, guck mal, der Obststand, da ist eigentlich alles ziemlich bunt. Also sag mir nicht, dass es so farblos aussieht. Also vielleicht ist es Auslegungssache, aber ich glaube, bei Donald Duck, der lebt in einer Welt, wo alles voller bunter Bäume ist, pinker Bäume und so. Ich kann es schon verstehen, aber farblos ist es hier nicht, nein. Okay, willkommen Donald Duck in Los Santos. Was meinst du, sollen wir vielleicht zuerst ins Kino gehen? Vielleicht uns ein paar Disney-Filme angucken? Yes, das wollte ich doch hören von dir, Donald. Dann gehen wir mal jetzt ins Kino. Okay, da werden wir. So, Ladies and Gentlemen, hier ist der echte Donald Duck. Was lauft ihr hier so weg? Warum habt ihr Angst vor ihm? Hä, was ist los? Warum sind die Menschen heute so komisch? Hast du denen irgendwas getan, Donald? Ich glaube wohl eher nicht. Die sind einfach nur komisch drauf, diese Leute. Na gut, dann schauen wir mal, Leute. Vielleicht gucken wir auch eins meiner Videos, oder? Na gut, Leute, wir gehen ins Kino und gucken uns mal ein paar von meinen Videos einfach an. Guck mal, da unten ist Donald. Wie geil. Okay, let's go. Der Film geht los. Schaut euch all das an. Das ist, Leute, eins meiner besten Videos. Ja, Mann. Richtig geil. Okay, bockt sehr. Bockt sehr. Alles klar. Oh, das war ein nicer Film oder ein nicer Abend, Leute, mit den Videos. So, Donald? Donald, wo bist du hier? Hallo? Donald? Warum bist du in schwarz-weiß? Was ist mit dir passiert? Okay, alles gut, Donald. Natürlich, ich werde dir helfen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ich würde lieber sagen, wir gehen zum Arzt, aber hier gibt es leider keinen Tierarzt in Los Santos. Okay, irgendein Auto? Mit dem Auto, das ich gekommen bin, ist auch verschwunden. Da hat mir jemand das geklaut. Ey, stopp, sieh da anhalten. Anhalten, ich brauche das Auto sofort. Ich muss Donald meinem Freund helfen. Der ist plötzlich schwarz-weiß geworden. Was ist mit dem los? Ist vielleicht er Cartoon Duck? Der sieht nämlich sehr, sehr nach einer Cartoon-Figur aus. Oh mein Gott, bitte sag mir nicht, dass er Cartoon Duck ist und dass ich ihn zu ihm gemacht habe. Okay, wir gehen schnell hier in Drive-In. Die haben bestimmt Brot. Die haben bestimmt Brot hier bei Appen-Attem oder so. Haben die bestimmt Brot. Willkommen bei Appen-Attemizer. Was möchten Sie haben? Können Sie bitte sich beeilen? Ich will ganz dringend aufs Klo. Ja, wir möchten einfach Brot haben. Ich möchte die besten Burger, aber nur das Brot. Keine Soße, kein gar nichts. Einfach Brot, Brot, Brot. Ja, Burger mit Brot. Oh, das geht leider nicht. Wir können keine Custom-Kundenaufträge annehmen. Ich bringe dir einfach so viele Cheeseburger, wie es geht. Da ist viel Brot drauf. Alles klar, okay. Machen Sie schnell, ja? Ich beeil mich schon. Okay, Donald, halt durch. Es wird alles gut, es wird alles gut. Ich hole dir das Brot. Leute, der fühlt sich sehr, sehr weird. Ich weiß nicht. Komm, beeilen Sie sich. So, hier ist Ihr Brot. Meine Güte, jetzt hauen Sie ab. Ich muss so schnell aufs Klo. Okay, alles klar. So, ich hau hier ab. Ich mach das hier auf, Leute. So, Donald, hier. Ich schmeiß dir das hier auf den Boden. Du isst einfach so viel du kannst und, jo. Okay, Donald, einfach essen, ja? Hier ist das Brot. Na los, beeil dich. Komm, hau rein, Alter. Hau rein. Ja, genau. Essen, Donald. Ganz, ganz wichtig. Einfach essen, ja?
Ja, beeil dich, lecker Schmecker. Okay, ich hoffe, Leute, dass es was bringt. Ich hoffe, dass es ihm dann besser geht. Oh, Mann, ich hoffe nicht, dass wir jetzt irgendeine neue Kreaturenfigur gerade kreiert haben. Was meint ihr? Ist es schon zu spät oder kann man das noch rückgängig machen? Oh, er hat aufgegessen. Und Donald, geht's dir jetzt besser? Hallo, alles gut? Geht's dir besser? Wieso kannst du es nicht einfach lassen, Franklin? Ich habe dich gewarnt, mich nicht in diese Welt reinzuziehen. Und jetzt habe ich mich verändert und es gibt keinen Pum. Es gibt keine Möglichkeit, das rückgängig zu machen. Du hast mich zu dem gemacht, Franklin. Die Leute bei Disney würden mich nie wieder reinlassen in diese Welt. Sie verbannen alles, was schwarz-weiß ist. Und jetzt gibt es keinen Platz mehr für dich. Wow, 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 Donald, übertreib nicht. Ich hab doch nur versucht, nett zu sein. Ich wollte dich doch nicht so machen. Können wir vielleicht es nochmal probieren? Geht das nicht? Es muss eine Lösung geben. Vielleicht lackiere ich dich einfach. Ich bringe dich zum Autolackierer. Dann kann man dich auch wieder in deine normalen Farben machen. Wir holen den neuen Hut. Dann ist alles wieder normal. Ja, dann ist alles cool, oder? Nein, vielleicht. Deine Federn kann man doch färben. Donald. Oh, nein. Was, Donald? 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 Oh mein Gott. Oh, Donald, was ist mit dir los? Rede mit mir. Was ist mit dir los? Okay, was ist mit den Leuten? Wait, was ist mit euch allen los? Hilfe! Seid ihr jetzt alle zu Zombies? Was ist denn hier, Leute? Verändert sich Los Santos jetzt? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Wir haben eine Zombie-Invasion. Oh mein Gott. Donald, ich sag's dir bitte. Oh nein, 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 nein. Leute, was habe ich hier losgetreten? Was habe ich hier losgetreten? Donald, komm. Es muss eine Möglichkeit geben, das rückgängig zu machen. Es muss eine Möglichkeit geben. Komm schon. Diese Stadt wird jetzt mir gehören. Nein, 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 Donald, das wird dir nicht gehören. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott, ich muss hier raus. Kletter weg. Okay, so, ich bin jetzt safe, bin jetzt safe. Donald, komm schon. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Ich kann dich doch bestimmt retten. Hast du dich wieder beruhigt? Hat das Brot eingesetzt? War das Brot schlecht? Ich werde die verklagen bei Abnettem. Was ist denn hier los? Hey, oh mein Gott, nein, 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 nein. Leute, was habt ihr gemacht? Was hast du gemacht, Donald? Ich sag's dir, das ist eine letzte Warnung. Ich biete dir an, das rückgängig zu machen. Ich biete es dir an. Nimmst du das Angebot an? Ich kann dich retten. Glaub mir, ich habe schon alles möglich. Ah, wait, nein. Oh mein Gott, Leute, Donald Duck rastet aus. Donald.exe oder Cartoon Duck. Cartoon Duck, nein. Nein. Oh mein Gott, Alter, kann er hochspringen. Bist du bei der Gummibärenbande oder wo hast du deine Ausbildung gemacht? Oh mein Gott. Oh. Alter, Mann! Junge, raste nicht so aus. Raste nicht so aus, bitte. Bitte, 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 bitte. Wir können auch drüber reden. Wir können auch drüber reden. Habe ich den Appen-Atomizer noch? Nein, ich habe den gerade nicht dabei. Ich könnte mich sonst in ihn verwandeln, Leute. Ah, das müssen wir in so einer nächsten Episode machen. Aber ich musste irgendwie erstmal überstehen. Oh mein Gott, Alter. Nein, die hat's auch alle erwischt. Oh, Mann, Hilfe. Leute, wo ist Donald? Wo ist Cartoon Duck, wo ist er hin? Oh Mann, okay, ich habe keine Ahnung, wo er hin ist, Leute. Ich weiß es nicht. Ich muss hier los. Ich muss raus. Oh nein, ich sehe ihn wieder. Oh, komm mir nicht näher, Alter. Okay, ich... Oh nein. Oh nein, oh mein Gott, was der für einen Schaden verursacht hier. Bro, du hast es übertrieben. Also ich meine, ich bin selber schuld daran, aber woher soll ich denn das wissen? Woher soll ich denn das wissen, dass Donald Duck in Wirklichkeit Cartoon Duck ist? Na los. Oh, nein. Zack. Alter, ich zerstör dich. Nimm das. Na los. Ach, warte. Nimm am besten noch das hier mit. Genau. Ja. Ja, das bringt nichts. Das bringt nichts. Der springt einfach rum wie wild, Leute. Der springt rum wie wild. Ey, Mann. Was soll ich tun, Leute? Wo ist der jetzt hin? Leute, hier ist was weird. Irgendwas ist hier weird. Wait. Was ist das? Leute, irgendwas passiert hier. Hey, nicht auf mich draufgehen. Okay, nicht auf mich draufgehen. Leute, wo ist er hin? Ist er weg? Hat die Polizei ihn besiegt? Ja, warum macht ihr mich denn jetzt dafür verantwortlich, Leute? Das bin nicht ich gewesen. Oh, wir müssen weg. Weg hier. Weg. Lauf. Hallo. Ey, da ist er. Was ist das? Was ist mit ihm denn jetzt noch mehr passiert? Okay. Und was passiert jetzt? Oh nein, ich weiß, wo ich bin. Ich bin wieder hier. Oh, jetzt sehe ich wieder normal. Was mache ich hier? Leute, Cartoon Duck hat mich hierhin in diese Welt gebracht, ne? Das heißt, komme ich hier nochmal raus? Okay, immerhin kann ich... Oh mein Gott.
No. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was ist mit euch los? Warum gibt's jetzt so viele von euch? Was ist hier los? Bro, was ist mit dir passiert? Alter, die Augen. Die haben einfach Löcher und sein Schnabel verschmilzt. Das sieht aus, als würde er sich in so eine Spinne verwandeln. Und ich mag keine Spinnen. Also, Donald, du bist ja jetzt wieder hier. Wir können doch bestimmt, darüber verhandeln, oder? Verhandeln? Ja, natürlich können wir dir verhandeln. Ich habe einen Deal für dich. Entweder du überlebst das nicht oder ich erledige dich hier und jetzt. Das ist doch voll der schlechte Deal. Also auf beiden Seiten gehe ich doch drauf. Können wir nicht vielleicht eine Seite nehmen, wo ich vielleicht die Chance habe, wenigstens irgendwas zu tun, um zu überleben? Lass mich mal überlegen. Nein, alles klar, meine lieben Cartoon-Ducks. Auf geht's zum Angriff. Nein, 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 ihr greift mich nicht an, ihr greift mich nicht an. Ha, ich stehe deutlich über dir. Oh mein Gott, Bro, warum bewegen die sich so weird? Warum bewegt ihr euch so merkwürdig? Oh mein Gott, die können klettern, könnt ihr klettern? Nein, die klettern da hoch. Oh boy, nein, 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 nein. Okay, Leute, ich muss das irgendwie beseitigen, das Problem. Oh wow, cool, ich habe nicht mehr Waffen, ich kann nichts machen. Cool, nice, cool, alles klar, Leute. Was sollen wir tun? Habe ich vielleicht irgendwas, was ich nehmen kann? Irgendwas, um ihn zu besiegen? Irgendetwas? Bro, aber jetzt mal ehrlich, ihr seid doch voll schlecht. Ihr seid so langsam. Ich hau jetzt einfach ab, okay? Tschüss. Ich gehe nach Hause. So ist das nämlich. Ich gehe einfach nach Hause, Leute. So muss das sein. Wir hauen einfach ab vor ihm. Also ich meine, wenn er sagt, er kann diese Welt nicht verlassen, vielleicht kann er sie ja jetzt auch nicht verlassen. Also bleibe ich einfach bei mir zu Hause. Ihr bleibt bei euch und okay, wir gehen einfach nach Hause. Ja, ja, nein, wir gehen nach Hause. Und tschüss. Was ist denn jetzt passiert? Warum sehe ich jetzt alles jetzt schwarz-weiß? Warum ist alles so schwarz-weiß? Also, Franklin, ist alles mit dir in Ordnung? Das ist weird. Ey, anhalten, anhalten. Ich muss nach Hause. Ich muss nach Hause. Unbedingt nach Hause. Ja, raus. Oh, nein, nein. Oh, was? Oh nein, oh nein. Oh nein, Franklin. Oh nein, nein. Oh mein Gott. Oh Gott, Leute, was ist mit uns? Franklin, alles clean? Oh nein, das ist alles gar nicht clean. Leute, Franklin ist jetzt auch zu einem von diesen geworden. Nein. Oh mein Gott, ich muss ein Gegenmittel finden. Irgendwas machen, Leute. Aber ich weiß nicht. Franklin? Franklin! Oh mein Gott. Leute, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ihr auf jeden Fall Part 2 haben wollt, wie es weitergeht mit Cartoon Duck, dann, Leute, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.